2019 hieß es für 7 Verrückte ab ins Ausland. Mit einem noch größeren Vehikel fuhren wir im April kreuz und quer durch Italien, um uns spannende Lost Places anzuschauen. Morgens 4:30 in sehr Hochmotivation. Hey, was ist denn hier los? Was? Hier, Geldwäsche. Was ist für ein Penner hier? Guten Tag. Morgen. Ja, wie immer, ganz, ganz professionell packt bislang. Jetzt geht's los. Auf los ging's los über die vernebelte A9. Und ohne große Komplikationen erreichten wir nach einigen Stunden Österreich. So, langsam wird es jetzt bergig. Wir sind in Österreich. Wir haben alle gepullert. Gar nicht. Wohl. Ich mag kacken. Stummig. Wer immer. Sieht geil aus. Wir fahren gerade mit 0 km/h. Es ist mal wieder Stau. Wie Sie sehen, geht nichts. Absolut nichts. Oha, da war echt ein krasser Unfall. Aber wir haben nicht gegafft, wir sind einfach weitergefahren. Mit Karacho ging es über den Brenner, was unsere Bremsen ziemlich schnell an ihre Grenzen brachte. Alter, jetzt qualmen gerade unsere Bremsscheiben. Aber da das auf beiden Seiten passiert, können wir das mal als normal abhaken, hoffe ich mal. Wir sind halt gerade ein krasses Gefälle runtergebügelt. Ich musste halt nur bremsen. Dann übernahm Toni das Steuer und erwies sich für den gesamten Trip als der perfekte Fahrer. Toni for President. Woo! Schönen guten Tag. Wie zufrieden sind Sie momentan mit der Reisequalität? Ja, also so zerfließend waren die Bremsen eindeutig. Ja. Ansonsten sind hier sehr viele Berge. Ach so, ist das eher negativ oder positiv für Sie? Das dürfen Sie Bibi fragen. Bibi? Ja? Die Berge, wie empfinden Sie die? Positiv oder negativ? Ich bin ziemlich angespannt. Angespannt wegen Bergen? Ja. Oder wegen Bremsen? Wegen allem? So kenne ich sie gar nicht. Außer wegen des Wetters. Das Wetter ist fabelhaft. Und gut, dann haben wir ja eine Sache richtig gemacht. Ja. Und Sie, Ihnen schmeckt es? Wie ich es sehe. Was tippen Sie denn da? Alter, der tippt da. Ich darf's halten. Falls die Bremsen doch noch komplett versagen. Meinst du? Wir den Berg wieder purzeln. Big break. Ach ja. Ja, das ist nicht viel anders hier mit den Bergen. Also nicht viel größer. Ein Witz ist das hier. Ein Witz, ein absoluter Witz. Ich krieg die nicht mal scharf gestellt, weil die so klein sind. Nee, weil die Scheibe so dreckig ist. Jetzt sind wir in Italien. Mit einem italienischen Tonne. Jetzt sind wir in Italien. Italiano, das ist ein Pizzatonne oder ein Nudeltonne. Ein Spaghetti-Tunnel. Aber da sieht man gleich an den Lichtern hier, ne? Weil die alten Oldschool-Lampen drin. Meinst du? Nicht mal LED-Technik. Immer tiefer ging es ins Landesinnere, wobei uns die herrliche Landschaft faszinierte. Trotz Melancholie hatten wir ein erstes Ziel zu erreichen.
Also es geht dann richtig hoch und die falsche Jahreszeit. Alle haben schwitzige Hände. Und müssen nachher mal dringend die Schlüpper wechseln. Jetzt war Land dabei, ohne Scheiß. Scheiße, ist das hoch. Und wir fahren hier irgendwie jetzt in ein verschneites Gebirge. Gebirge? Ja, Gebirge oder sagen wir die Rocky Mountains. Ja, das ist die Rocky Mountains. Guck dich das an? Links. Wir fahren jetzt auf den Mount Everest. Ja, ich glaube hoch. Und dann ist das Schöne, wir sind dann nachher oben und morgen schneit's. Ja, über Nacht schneit's und dann... Ja, dann sind wir zwei Wochen rein. Wenn ihr halt die Fresse auf rumzuholen. So, dass ich... Ja, die Situation ist etwas angespannt, ja. Achtung, Fahrnadel hoch. Ach ja, also du bist in Richtung nach rechts. Guckt euch das mal an, wie hoch wir schon sind. Über den Wolken. Über den Wolken, in den Wolken. Jetzt hier was in die Ecke. Das Problem ist nur, dass da von uns nichts entgegenkommen. Alter, hier ist da aber. Ist nix. Wo spielen wir Kurve? Mit Angst, aber auch vor Freude erklommen wir die Berge. Allerdings sollte uns bald eine böse Überraschung erwarten. So, der erste Spot hat sich leider hier geht die Straße eigentlich hoch. Bis hierhin ist geräumt. Ich würde sagen, da kommen wir nicht mal zu Fuß weiter. Scheiße. Naja. Ein Versuch war es wert. Aber so ist es. Es klappt nicht immer alles. Aber man muss es wenigstens mal probieren. Wir haben ja, glaube ich, insgesamt 38 Ziele. Wird schon passen. Somit entging uns leider ein absolutes Highlight. So, ich hoffe, man versteht mich. Das zweite Ziel haben wir gerade erreicht. Alles cool. Leute, die Bullen. Wir haben unseren ersten Kontakt mit der Polizei. Aber sie sind recht nett. Man kann es jetzt gar nicht erkennen. So. Wir haben jetzt irgendwie vier Places oder vier Möglichkeiten zum Wildcampen abgecheckt. Nichts hat funktioniert. Hier könnte es einigermaßen klappen. Hier vorne ist quasi eine Schranke. Dahinter könnten wir theoretisch zelten, aber kommt jemand, gibt es wahrscheinlich richtig Trash. Alles, was wir jetzt erstmal machen, ist provisorisch hier erstmal ein bisschen was mampfen. Hey, geile Situation, oder? Alles läuft nach Plan? Ja, du geil. Du bist richtig glücklich? Total. Total. Das ist und das Beste, was es gibt hier. Kein Hunger, nee. Absolut ausgeschlafen, topfit. Ja. Muss jetzt essen. Hey, was ist denn da? Kalte Nudeln. Kalte Spaghetti, Essig auch. Kann das ja auch nicht sehen, Entschuldigung. Kalte Spaghetti. So, es ist 2 Uhr nachts. Wir haben ein freies Feld gefunden. Hier ist weit und breit niemand. Und, ja, das ist vorne. Und die Zelte stehen. Wir werden jetzt hier mal eine Nacht pennen. Ich möchte sofort eine warme Dusche. Ausgeschlossen. Dann, hallo Sida, möchte ich sofort den Geschäftsführer sprechen. So geht das hier nicht. Zelte sind abgebaut und jetzt gibt es Frühstück. Und wie immer gibt es unser Leibgericht. Königsberger Kurze. Wir haben aber selber noch Kapernagel dran gemacht und wir würzen das auch noch mit Pfeffer nach. Wo ist denn der Pfeffer? Ach, hier. Erstmal Wasser nachfüllen. Christian, lass das.
Nach zwei Misserfolgen und einer kurzen Nacht stand dann das Glück aber auf unserer Seite. Ja, wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, gucken wir uns jetzt gleich eine riesige alte Klinik an. Zum gesamten Video findet ihr in der Videobeschreibung. Nach diesem erfolgreichen Drehtag erreichten wir wenige Autostunden später den ersten offiziellen Zeltplatz. Guten Abend. Oh, ich kann mir noch ein bisschen Licht zuschalten. Wir sind auf einem offiziellen Campingplatz angekommen. Wir campen heute nicht wild und wir sind dank eines Tarps, trotz strömendem Regen, der jetzt gerade nachgelassen hat, wassergeschützt, regengeschützt, im Trockenen. Was ein Luxus. Schmerz! Toni! Schmerz! Aber das scheint hier nicht so durch zu stunden. Die hat's geschmeckt. Ja, das war sehr lecker. Hängt mir die Soße noch in den Rändern? Nein. Ja. Hey, nicht verraten. Zoom Mike, zoom ran. Schmeckt's gleich? Ich weiß noch nicht. Na komm, du weißt doch, was du da kochst. Frikassee. Das rausballert doch immer. Ich mach mal aus. Vor allem ausgedreht. Guten Morgen. Moin. Du hast alles beschlagen. Ja. Beschlagnahmt. Das ist dein Zeltplatz. Da stehen überall Blitzer. Da steht ein Blitzer. Hier steht ein Blitzer. Wir sind auch schon geblitzt worden. Wenn man zu schnell läuft, wird man geblitzt. Vivi ist auch schon geblitzt worden. Mit 200. Ausgeschlafen, geduscht und gestärkt ging es weiter zum nächsten dedikaten Spot. Das Betreten war heikel und hätte ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen können. Leute, wir sind gerade auf ein noch aktives Militärgelände eingestiegen, um uns nur ein paar Panzer reinzuziehen. Das war mein Wunschplatz. Nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Keine Ahnung, wie viel es sind. Zieht euch dieses echt geile Video auf unserem Kanal rein. Nach diesem Schmankerl Lost Place hieß es erstmal Päuschen. Pause! Pause! Zwangspause! Los, wir rauchen jetzt! Jetzt hier so. Es geht weiter. Ja. So, wenn Pause ist zu Ende. Nehmt ihr mich auch noch mit? So läuft das. Darf ich auch noch mit? Nein. Hey! Ich schweine! Der nächste Zeltplatz war schnell erreicht und nach einer kurzen, erholsamen Nacht waren wir auch schon wieder weg. Als nächstes erkundeten wir ein ehemaliges psychiatrisches Krankenhaus. Hier war besondere Vorsicht geboten, da sich im inneren Teil des Geländes ein aktiver Neubau befand. Da rein.
Location hatte es echt in sich. Wir fanden eine Pathologie, ein Kino sowie einen Zellentrakt mit Fixierbetten vor. Boah, ist das böse. Nach stundenlanger Suche blieb uns am Abend wieder einmal nichts anderes übrig, als erneut wild zu campen. Jetzt sind die alle zufrieden. Ja, ich bin nie durch. Wir haben hier mitten in der Pampa so einen Platz gefunden mit so Holztischen und einer Feuerstelle. Das sind Steintische. Das sind keine Steintische. Das sieht aber echt so aus, ja. Oh, ja, das ist sogar. Das sind doch Steintische. Nee, das ist kein Stein. Das ist irgend so ein komisches Holz. Das kann man doch biegen. Also ich kann da nichts biegen. Ich schon. Das ist kein Holz. Siehst du? Danke, Mann. Hier ist das Holz. Das ist kein Holz. Das ist Holz. Plastik. Dafür, dass wir hier wild campen, ist es echt nice. Richtig schön. Hier hinten ist ein riesiger Fluss. Das habe ich ja ganz vergessen noch zu erwähnen. Den haben wir gestern im Dunkeln bei der Anreise gar nicht gesehen. Nur gehört. Spinnst. Du spinnst. Du spinnst. Ist manchmal schon ein bisschen blöd, wenn die Zelte etwas feucht werden. Milch hat aber die Lösung. Irgendwie bringt das nichts. Bestimmt. Ganz trocken. Ein Versuch war's wert. Grauzone. Du spinnst. Können wir jetzt langsam mal los? Alter, da gehst du einfach noch mal was im Decathlon einkaufen und da ist hier ein Alarm und wir müssen alle raus, ey. Was ist denn hier los? Brennt das da drin oder was? Die standen vorhin auch an einer Gruppe und haben das irgendwie schon besprochen. Grauzone ist da und Alarm ausgelöst im Decathlon. Einmal in Italien im Decathlon und schon sowas. Hast du gut gemacht? Du machst es. Und du auch. Sandy war's. Du warst es. Sandy hat wieder irgendwas. Hier, na, der hocht E-Zigarette und hat alles angefackelt, ja. Wir dürfen wieder rein. Noch brennt's. Oh, oh. Wie, was? Sie soll das mal ausmachen, dann okay. Gehen wir bezahlen. Und wir fragen noch nach einer Wärmflasche. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt unpassend. Okay. Wir machen gerade keine Drohnenflüge. Was ist hier passiert? Ist ihm das Geld ausgegangen? Ich weiß nicht, wie alt er war. Ein mysteriöses Haus mit spielerischem Inhalt erweckte das Kind in uns. Der Zug hält in Neu-Ulm. Hier hat ein Künstler gewohnt, der hat irgendwie Möbel hergestellt oder irgendwas, so ein Architekt. Und hinter dieser Tür wartet das eigentliche Highlight, weswegen wir hergekommen sind. Das Designerhaus eines Designers gab uns Einblick in ein sehr kostspieliges Hobby. Das siehst du, der hat eine ganze Stadt aufgebaut hier. Deswegen ist er pleite. Richtig schön. Sowas ist einfach schön. Wenn man sowas findet, sowas mal zu sehen, ich finde das einfach toll. Folgt uns in diese surreale Miniaturwelt und klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Freut euch bei diesem Ausblick nicht zu früh. Es gelang uns leider nicht, in das Innere dieses teilweise noch intakten Kraftwerkes zu gelangen. Aber einen Versuch war es wenigstens wert. Keine Ahnung, ob wir jetzt da drauf kommen.
jetzt 100%ig nochmal einen Zaun. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt, aber guckt euch mal an, wo wir gerade rein wollen. In ein altes Kraftwerk. Das ist zwar stillgelegt, aber immer noch sozusagen aktiv, wird es quasi auf Sparflamme gehalten. Wir sind jetzt über ein riesiges Feld gelaufen mit zwei Bächen und tonnenweise Dornen. Ja, wir sehen aus wie, ja, wie Scheiße mal wieder. Rosenbüsche, alles blutet. Alles blutet. Wir stehen jetzt wirklich in so einer Scheißmauer. Und da oben ist ein Zaun, der war mal oder ist vielleicht noch elektrisch geladen. Man weiß es nicht. Wäre eine sehr unangenehme Sache. Die Tatsache, dass auf dem Gelände Umbauarbeiten stattfanden, war schon heikel genug. Doch dann machten uns auch noch das Wetter und der Wachschutz endgültig einen Strich durch die Rechnung. Es zieht gerade ein mörderisches Gewitter auf. Alter, da kommt jetzt richtig was auf uns zu. Ich stehe jetzt hier auf dem Stromkasten. Was sind die? Und hier drüber kann ich... Runter. Was denn? Ach, das Auto. Das hat uns gesehen. Nein, Quatsch. Das dreht. Das haben die wohl mitgekriegt, als sie da an der Mauer rumgewerkelt haben. 100 Pro. Jetzt musste es schnell gehen. Durch ein kleines Loch im Zaun verschwanden wir unbemerkt. Ja, wo brauchen wir hin? Alter. Wir sind gerade in ein Kraftwerk reingegangen. Die Tür war auf. Ich zapfe mir erstmal einen Kaffee. Nee, mach mal nicht. Guck mal, hier sind noch Snacks drin. Die Türen sind auf. Hörst du? Die Türen sind auf. Du kannst auf das Gelände laufen. Die ist auf. Ja, mach's nicht. Nicht auf. Hallo? 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 Okay, wir gehen wieder. Da ja offensichtlich keiner mit uns hier spielen will, machen wir die Tür wieder zu. Wir könnten doch einfach jetzt reingehen. Theoretisch könnten wir jetzt reingehen. Wir machen mal die Tür wieder zu. Wir waren nie hier. Oh Scheiße, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Manchmal laufen Dinge, nennen wir es, suboptimal. Davon ließen wir uns aber nicht die Laune verderben und fuhren zum nächsten Zeltplatz. Oh, Leute, hört ihr das? Seht ihr das? Wir sitzen gemütlich auf dem Campingplatz bei strahlendem Sonnenschein, 21 Grad. Nicht. Ich esse im Wohnzimmer. Du isst im Wohnzimmer, nichts gibt's. Ja, Campingplatz Nummer 3, ne? Offizieller. Eigentlich ungeplant, das war ein Wildcampen in einer Special Location geplant, aber das ging nicht. Schranken! Doch, war eine Schranke mit das einem Schalotz. Das ist eine Suppe. Das wird gleich eine Suppe, wenn sie erwärmt ist. Noch ist es ein Brei. Oh, der macht sich immer so leckere kleine Wärmchen darin. Oh, es hat die ganze Nacht geregnet. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne. Gnädigerweise erbarmt sie sich, mal durch die Wolken zu luken. Ja, wir haben schon gefrühstückt. Für mich gibt es jetzt die zweite Tasse Kaffee. Der Milch schlürft auch innen. Hier drinnen
lädt das ganze Equipment. Ja, und das ist ein Zeltplatz, der nicht geplant war. Gesundheit! Danke! Ein Zeltplatz, der nicht geplant war, auf den man uns gnädigerweise noch 4 Stunden nach offizieller Schließung draufgelassen hat. Geplant war es, in diesem Kloster zu nächtigen. Da das Gelände mittlerweile unbefahrbar war, erreichten wir die Location zu Fuß und fanden zu unserem großen Erstaunen noch ein riesiges Krankenhaus vor. Nach Erkundung der alten Kirche kletterten wir in den Glockenturm. Das ist schon doch wieder nicht ungefährlich. Schöne Glocke. Schön, ja. Da sind wir oben im Kirchenturm. Genau unter uns, ihr habt es gerade gesehen, ist die Glocke. Von einem Fenster des Glockenturms erspähten wir das Krankenhaus. So, Dr. Marcel, bitte machen Sie mal alles bereit für die Röntgenaufnahme. Lust auf diese Folge? Dann durchstöbert mal unseren Kanal oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wir durchstöberten ein altes Millionärsanwesen und merkten schnell, dass wir uns in einem Urbex-Paradies befanden. Wow! Wow, 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 wow! Zu viel wollen wir euch zu diesem exklusiven Video in diesem Recap nicht verraten. Ihr findet es auf unserem Kanal. Wir blieben noch eine verregnete Nacht und freuten uns, am nächsten Tag einen trockenen und sonnigen Zeltplatz zu erreichen. Aber vorher schneiden wir noch bei einem sehr bekannten Örtchen vorbei, um ein paar Fotos zu schießen. Guckt euch mal diesen hübschen Ausblick an. Den meine ich. Wir sind am 4. offiziellen Campingplatz. Ist das geil hier. Mit der View im Rücken. Hier werden wir uns jetzt häuslich einrichten. Langsam wird es doch hier. Das Problem war, dass wir jetzt zweimal hintereinander bei strömendem Regen gekämmt haben. Alles ist klatschnass, alles ist durch. Deswegen trocknet hier eine Luftmatratze, die Zelte trocknen, die Stühle trocknen. Da drüben auf dem Zaun oder den Zaun haben wir umfunktioniert in eine Wäscheleine oder in eine Schlafsack-Trocknungsleine, Zeltplanen-Trocknungsleine. Endlich kommt hier mal die Sonne raus und alles wird wieder trocken und alles lüftet mal durch. Der Zaun wird immer voller. Ja, okay. Die Stühle sind schon fast trocken. Ist das geil. Ey, der Marcel nimmt gleich wieder einen mit in die Komfortzone. So. Nachtlager steht so langsam. Und die Sonne wärmt so schön. Wir hatten 2 Tage und 2 Nächte. Nur Regen, Regen, Regen. Die Zelte waren durch. Mike hat in einer Pfütze geschlafen, weil irgendwie von unten Wasser durchgekommen ist. Ja, der trocknet gerade noch seine Matratze oder baut die wieder ein ins Zelt. Au! Also in sein durchgetrocknetes Zelt wird die jetzt wieder installiert. Und hier ist es so schön. Das Schönste ist aber da oben dieser Berg. Diese Aussicht. Ein Träumchen. Aber. Hallo. Gleich jetzt wieder los. Gleich jetzt wieder los auf Fototour. Und Videotour. Und eventuell. Eventuell? Definitiv. Ja. Wir müssen. Du machst das schon mal kleiner. Ich bin nicht klein. Nein? Ja, dann werde ich euch mitnehmen. Und tatsächlich filmten und fotografierten unsere Kameras am Vorabend ein altes religiöses Internat. Die
Räume versprühten teilweise einen gruseligen Charme, aber das gesamte Objekt war unglaublich interessant. Drückt mit uns noch einmal die Schulbank und klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da oben ungefähr ist dieser schöne Berg, den ihr vorhin noch im Hellen gesehen habt. Jetzt gerade ist es arschkalt, aber wir machen hier, wir köcheln jetzt hier noch ganz gemütlich. Und da drüben sind die Volldelicious. Auch hier sind die Volldelicious. Die hat auch Käsewürfelchen gemacht und dann kleine Salamis und dann hat sie noch, was war's noch? Achso, Weintrauben hat sie noch draufgehauen. Wir haben aus Deutschland sind die dran. Aus Deutschland? Ja. Was gibt's hier? Nudeln. Ja. Sieht aus wie Schilf. Ich glaube, Duck. Hm. Nein, das ist Schilf. Guck mal, ist es nicht toll, mit so einer Aussicht aufzuwachen? Da oben sind die Berge in Wolken gehüllt. Da ist Schnee. Voll toll. Die Wäsche ist noch ganz nass. Klamm. Nass. Sie ist klamm. Nass. Bitte, bitte nass. Nee, das ist klamm. Du spinnst. Du spinnst. Du spinnst. Kannst du sie gleich anziehen. Campingplatzpolizei, was ist hier los? Halten Sie bitte Ihr Maul. Uns wurde eine massive Ruhestörung gemeldet. Das kann wohl nicht sein. Ich bin ein Campingplatz-Carabinieri. So geht das nicht. Ich werde dieses Zelt jetzt eintreten. Campingplatz-Verbrecher. Was sind Sie? Ein Campingplatz-Punk. Ja. Ein Campingplatz-Assi. Ja. Höre das. Treten Sie heraus. Guten Morgen an unserer reichlich gedeckten Tafel. Gestern war noch so schönes Wetter hier, da hat die Sonne geschienen und alles wieder durchgetrocknet. Aber schon gestern Abend kam hier so eine mega Luftfeuchtigkeit auf, dass nur davon alles klatschnass war. Mein Schlafsack ging draußen, der war durch und ich musste in einem nassen Schlafsack schlafen. Und es war schweinekalt, so richtig kalt, so wie im Winter. Also man hat schon fast Handschuhe tragen müssen, so kalt war es. Jetzt geht's aber. Es hat sich ein bisschen zugezogen. Im Grunde sind wir so ein bisschen wie in einer Wolke. Auf dieser Höhle hier. Wie haben Sie geschlafen? Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Mhm. Moni und Marcel machen sich jetzt wieder auf an den Platz, wo die Waschmaschinen stehen. Diesmal aber mit der nassen Wäsche, die ja leider nicht trocknet bei diesem Dreckswetter. Zum Trockner. Wir müssen hier auf den Campingplatz Trockner ausweichen. Sonst kriegen wir den Mist nicht mehr trocken. Wir haben echt viel gewaschen. Viel gewaschen. Guck mal hier, Zeltplatzklo mit wichtigen Hinweisen. In Deutsch. Die Sanitären in sauberem Zustand vorzufinden, hängt auch von dir ab. Hilf uns dabei, sie sauber zu halten. Hey, kleines Rauchermännchen. Hey, was los? Ich habe geduscht. Jetzt stinkt's. Stinkt aber immer noch. Nein, stinkt nicht mehr. Ein bisschen Wasser für unterwegs kann nicht schaden. Haben Sie Durst? Schreibt drauf, an radioaktiv verseucht. Richtig. Zum permanent schlechter werdenden Wetter passte die letzte Location, die wir in dieser Woche besuchten. Wow. Was haben die denn hier gemacht? Das ist doch kein normaler OP-Saal, das ist doch kein normaler OP-Stuhl. Italiens wohl bekannteste ehemalige Psychiatrie lehrte uns noch einmal das Grauen. 9 zugängliche und wirklich interessante Orte hatten wir in dieser ersten Woche erkundet und zwischendurch einfach eine gute Zeit miteinander verbracht. Doch das war noch längst nicht alles. Verpasst nicht den zweiten Teil unseres spannenden Italien-Vlogs, in dem es noch so viel mehr zu sehen gibt. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr von uns zu verpassen.